Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. Finanzmarktwelt präsentiert den XTB-Morgenticker vom 8. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Wall Street schloss den gestrigen Handelstag höher, wobei der Technologieindex Nasdaq um fast 1% zulegte und damit die Gewinne der US-Aktienmärkte weiter ausbaute, die damit ihren längsten Aufwärtstrend seit 2021 verzeichneten. Große Tech-Werte, vor allem Amazon und Apple, legten kräftig zu. Die positive Stimmung an der Wall Street übertrug sich nicht auf die Stimmung an den asiatischen Märkten. In Ermangelung wichtiger makroökonomischer Daten verlor der Hongkong-Index Hang Seng fast 0,6%, der koreanische Kospi gab um fast 1% nach. Schwäche zeigten auch die japanischen Aktienindizes, wo der Topix und der Nikkei 1,16 bzw. 0,33% verloren. Die gestrigen hawkischen Töne in den Erklärungen der Mitglieder der US-Notenbank Federal Reserve, Fed, Neil Kashkari, Michelle Bowman und Laurie Logan deuten darauf hin, dass die Notenbanker versuchten, den Ton von Jerome Powells jüngster Konferenz leicht zu modifizieren, die zwar insgesamt eine gemischte Botschaft enthielt, aber an der Wall Street mit einem dovischen Empfang aufgenommen wurde. Die fallenden Ölpreise, die einen Teil der geopolitischen Prämie in Ermangelung einer Eskalation des Krieges im Nahen Osten auslöschen, federten die hawkische Botschaft der Mitglieder der Federal Reserve weitgehend ab und begünstigten die Bullen. Das Fed-Mitglied Bowman glaubte, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein werden, obwohl er die eingehenden Daten genau beobachten wird und feststellt, dass sich die finanziellen Bedingungen seit September verschärft haben. Das Fed-Mitglied Logan wies darauf hin, dass die Inflation in den USA nicht 2%, sondern 3% erreichen werde und dass die letzte Messung höher ausgefallen sei. Der allgemeine Tenor des Chefs der Dallas Fed war, dass sich die Wirtschaft bisher als hartnäckig und inflationsfördernd erwiesen habe. Die Stärke der US-Wirtschaft im dritten Quartal wurde auch von Fed-Mitglied Waller hervorgehoben, dessen Einschätzung zufolge die Preise nicht auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren werden. Das Fed-Mitglied Kashkari betonte, dass ein weiterer Rückgang der Inflation der Fed signalisieren werde, dass sie genug getan hat. Aber die Stärke der Wirtschaft stellt den Trend in Frage und die geldpolitischen Entscheidungsträger sind bereit, die Zinssätze bei Bedarf zu erhöhen. Die Botschaft von Austin Goldsby von der Chicago Fed stimmte mit Jerome Powells letzter Rede überein. Er wird betonen, dass der Arbeitsmarkt besser ausbalanciert ist und die US-Wirtschaft immer noch auf dem Weg zu einer sanften Landung ist. Israel bekräftigte seine harte Haltung zu einem möglichen Waffenstillstand, wobei Präsident Netanyahu betonte, dass ein solcher nicht möglich sei, solange die Hamas Geiseln festhalte. Gleichzeitig warnte Israel die Hisbollah davor, sich weiter in den Konflikt einzumischen und wies darauf hin, dass bisher bereits 70 Kämpfer der Hamas getötet worden seien. Die US-Großbank Wells Fargo wies darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA zunimmt, diese aber noch kein unvermeidliches Szenario darstelle. Die Futures für Erdgas in den USA geben leicht nach, während die Rohölkontrakte für amerikanisches WTI-Öl und Nordsee Brent-Öl nach dem gestrigen Rückgang von fast 4% um 0,2% zulegen. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI liegt heute bei $77,3. Zu Beginn der Sitzung notieren die Kontrakte auf den Dollarindex USDIDX um 0,18% höher. Das Währungspaar Euro gegen US-Dollar verliert 0,11% und wird um 0,168 gehandelt. Gold wird unter der Marke von $1,970 pro Unze gehandelt, Silberkontrakte verlieren fast 0,4% und Palladiumkontrakte verzeichnen einen Rückgang von fast 2,4%. Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt verbesserte sich gestern, nachdem Bitcoin blitzschnell von 34.700 auf $35.500 gestiegen war. Der Preis der größten Kryptowährung pendelt derzeit um $35.300. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.